Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir Walker is Sold und ich weiß, ich spiele das doch gefühlt jedes zweite Mal, aber heute auf der großen neuen Map, genau aus diesem Grund, ist sie auch da. Ansonsten bräuchte ich das auch nicht, aber ich habe sie selber gerade eben eine halbe Runde gespielt und dementsprechend auch bin ich so erfahren, wie ihr immer wisst. Bin ich absolut nicht erfahren mit Maps und ja, und gerade mit dieser Map, ich weiß ehrlich gesagt nicht richtig, was ich von ihr halten soll, muss ich sagen. Also ist zwar auf der einen Seite gut, noch nicht so richtig sagen. Also ist es auf jeden Fall was grafisch, brauchen wir da nicht lange schnacken. Grafisch machen die sehr, sehr viel richtig. Das ist einfach auch. Ist das nicht Imperium? Doch. Sehr schön. Erstmal eine intelligente. Kann ich jemanden eine intelligente? Oh, ich wollte gerade sagen, kann ich jemanden eine intelligente in der intelligenten abschießen, aber... Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht ein bisschen... Ah, Mist! Verschissen! Ah, Mist! Wieder der gleiche Typ und so kriegt man natürlich leicht Kills als so einer, wenn man dann gespawnt wird, wo der Pfeffer wächst. Ich hab den nicht geholt. Scheiße, ich dachte, ich hol den weg. Was? Wo? Zielerfassung des Wybing abgeschlossen. Okay, der ist weg. Also ich muss sagen, gerade kann ich mit der Kuhle gar nichts anfangen. Gefällt mir nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch zu dumm, um mich darauf einzustellen. Wenn das so wäre, wäre es ja nur einmal öfter der Fall. Er wird mich auch versuchen, mit der Impulskanone zu naschen. Ja, ich konnte ihn noch holen, auch wenn er mich noch geholt hat. Was sollen denn jetzt hier diese absolut sinnlosen Raketen? Was sollen sie? Okay. Kann die Rogue-Staffel nicht... Oh Mann, da hätte auch meiner sein können. Kommt hier noch jemand links? Ich probiere es mal. Der hätte mich natürlich relativ fix wegholen können. Ah, Mist! Bruder! Ich versuche ihn lieber nicht auszusprechen. Keiner. Schade. Ich gehe mal hier hin. Drei. Okay. Gegner auf 12 Uhr finde ich im Prinzip nicht schlecht. Aber wenn jetzt jemand einen Floater wirft... Ach Mann. Der Typ, der räumt. Aber du, wenn du so... Unsere Y-Wings brauchen ihn, um unsere Position zu ermitteln. Bündelt das Feuer auf diesen AT-AT. Okay, vielleicht kann ich damit irgendwas anstellen. So.
Hier war doch einer. Ernsthaft. Das kommt davon, wenn man keine Ahnung von der Map hat. Vielleicht bringt das ja was. Ja, es bringt was. Ja, das hat den beschädigt. Das hat ihn definitiv beschädigt. Was, wie lange geht das jetzt noch? Aber wenn er dann halt auch einmal schießt, dann... Oh. Er latscht mich einfach über. Ja, komm. Lauf ins Messer! Partnerstart. Ernsthaft. Mein Partner flieht immer noch. Während ich einfach gespawnt werde und down gehe. Muss ich jetzt einfach in den Höhlen versuchen zu attackieren oder was? Stürzt die Höhle auch mal ein? Leute. Tyva. Schön. Nö. Wie kommst du auf diese schwachsinnige Behauptung? Meine KD ist schon wieder richtig krass. Ach komm, den haben wir doch mal. Nö, haben wir nicht. Jetzt sind wir, glaube ich, da, wo ich gerade eben dazugekommen bin. Wildwing meldet positive Zielerfahrung. Ja. Krieg ich den? Nö, krieg ich nicht. Bitte sehr. Sehr schön. Okay, dann direkt down gegangen, aber immerhin noch. Infanteriegeschütz. 8-12. Y-Wing. Sehr schön. Ach komm, der schießt echt nur da rein. Das ist so, als wenn es so ein Camper wäre. Aber wie insgesamt ist unser Team... Okay, der einzige, der gut. Okay, eins ist Platz 1 gut ist, das ist eigentlich ziemlich oft so, sag ich mal so. Aber dafür, dass ich so Lappen bin, stehe ich von der Platzierung her noch okay da. Komm, der schießt mich jetzt gleich ab. Ja, aber jetzt bin ich weg. Wir haben eine Ablenkstation aktiviert. Für Gegenangriff bereit machen. Er hat versucht, mich abzu. Oh. Ja, das ist so, dass der Typ schon wieder einkriegt. Finde ich lächerlich. Verteidig diesen Ablink, damit unsere Y-Wings die... Das finde ich nur noch lächerlich. Jetzt bin ich wieder Platz 8. Immer noch nicht krass. Aber die besten Zeiten waren auch so in Folge... Ja. 25 etwa. Ja.
da waren, weil da gerade auch Ferien waren und ich da einfach mehr zocken konnte. Deswegen waren... Ach komm, das ist nur ein Kampf, Leute. Nur ein AT-ST. Ist ja nix. Ist ja lächerlich, sowas. Ich glaube irgendwie mal wieder Lust auf Helden versus Schurken. Ja, so ist es. Wie gesagt, mir gefällt die neue Map. Grafisch ja, so wie eigentlich jede Map, aber vom Dings ist das mir irgendwie... Hasse ich diese Landschaft. Ernsthaft, sowas ist doch lächerlich. Ey. Bin ich jetzt dumm wie Scheiße oder hat der Gegner einfach nur Luck? Wahrscheinlich in dem Fall würde ich tatsächlich eher A tippen. Weil ich einfach nicht mehr fähig bin, dieses Spiel anständig zu spielen. Ich konzentriere mich auch, muss ich sagen, in letzter Zeit eher auf andere Games. Hauptsächlich auf PvZ. So muss es sein. So muss es sein und... Ja. Mal schauen, was er jetzt finde. Ja. Wir können immer noch nicht den Lichtschwert-Sound konfigurieren. Und ja, jetzt bin ich auch sofort wieder... Muss ich halt da... Geht's halt darum, das so ein bisschen zu verändern, diese... grausige Statistik, die sehr sehr grausig ist. Super, das brauchte ich jetzt. Zurück mit dir, du hast keine Chance. Was packt der hier rum? Ja, genau. Ja, du hast keine Chance. Vom Prinzip her. Mein, vom Prinzip her haben sie ja Chance. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Du hast dich für die falsche Seite entschieden. Ja, du auch. 75 HP habe ich immer noch. Ah, okay. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich an diesem Spiel... Ja, da Vader. Ach nö, ernsthaft. Ich kümmere mich lieber um die Sturmtruppen. Das ist irgendwie auch Pussy von mir, aber ist mir jetzt egal. Ach komm, als wenn da so ein lächerlicher Druide das ändern kann. Ja, es stimmt. Das war's. Ja, okay. 25 Kills und damit habe ich das Ganze nochmal aufgebessert. Ja. Aber es ist immer noch... Ich hatte keinen Bock auf Vader. Das hätte mir nämlich nichts gebracht. Da hole ich dann tatsächlich lieber die Kills. Ist irgendwie auch Pussy, aber... Man kann nicht sagen, dass ich oft Heldenobjekt kriege. Zumal ich echt jedes Heldenobjekt, was ich kriege, kriege ich in der Serie. Privat kriege ich sonst gar nichts. Vielleicht mal eins von in 10 Partien höchstens, wenn es hochkommt. Aber ansonsten, ne.
das hier eigentlich glitschig? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, der war doch weg. Ich hab den noch geholt, oder nicht? Nee, hab ich doch nicht. Ich dachte. Thermal Imploder. Den muss ich noch abfeuern. Wo ist der Imploder? Da auf Vader. Mann, ich wollte ihn gerade abfeuern. Okay, schade. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. Oh.